Biesinger, du warst in der letzten Runde gegen die SV Ried gesperrt, hast von der Tribüne aus zuschauen müssen. Ist das nervenaufreibender als am Feld? Ja, also ich muss sagen, das ist nicht so mein Ding, da auf der Tribüne zuschauen, weil das ist extrem, bin extrem angespannt und extrem nervös. Viel wird man nur mehr mit als wir am Viertel. Und ich bin froh, dass wir dort 3 Punkte mitnehmen können. Das zum Schlager gegen Altach, die Fans brennen schon darauf. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, die Stimmung ist super, wir haben gerade einen super Lauf. Die letzten 6 Spiele, glaube ich, 5 gewonnen. Und das merkt man natürlich auch in der Stimmung in der Mannschaft, die ist sehr gut und wir wollen am Samstag gleich nachlegen und 3 Punkte entführen. Wie erwartest du die Altacher am Samstag im Spiel? Werden sie uns mehr Raum geben oder glaubst du, versuchen sie das Heft in die Hand zu nehmen? Ja, ich glaube, also Altach ist halt eine sehr robuste Mannschaft und sehr aggressiv. Spielt sehr körperbetont und da hast du einfach 90 Minuten lang dagegen halten und unser Spiel aufziehen, weil ich glaube, dass die nicht jetzt von vornherein uns anpressen werden, sondern eher uns das Spiel machen lassen, so wie sie es beim letzten Heimspiel bei uns gemacht haben. Und wir müssen einfach schauen, dass wir so spielen, wie wir bisher jetzt immer gespielt haben, dass wir uns die Chancen kreieren und die Tore machen, und dann bin ich positiver Dinge, dass wir dort gewinnen. Dankeschön.